Hier ist Mr. Laliol, heute mit einem ganz anderen Video, und zwar mit einem Interview mit Mario Lenke, der Uhrenprofi. Ich wollte schon immer ein Video machen mit EDC, Everyday Carrier, also das heißt eine Verbindung zwischen Armbanduhren und Taschenmesser, und habe lange gesucht. Da habe ich keinen gefunden. Vor 2 Jahren habe ich mich intensiv darum gekümmert. Da habe ich nur Absagen bekommen bzw. gar keine Antworten. Und jetzt endlich haben wir uns auf eine interessante Art und Weise kennengelernt. Das ist vielleicht manchmal so, wie, vielleicht kennst du ja diese Sprüche aus Instagram und Facebook, diese Lebensweisheiten, die man da immer wieder so sieht auf Tafel. Und das könnte hier heißen, sowas wie, wenn es passiert, das, was passiert zur richtigen Zeit. Könnte man vielleicht sagen, so ungefähr. Auf jeden Fall, es war ja so, dass, wie ich eben sagte, vor 2 Jahren habe ich mal versucht, so jemanden zu finden, der keiner hat geantwortet. Dann plötzlich habe ich ja in LinkedIn geschrieben, manchmal schreibe ich ja auf LinkedIn das eine oder andere. Ich halte mich oft zurück. LinkedIn ist so eine Berufsplattform, Berufsnetzwerk, wo die Unternehmer hauptsächlich miteinander kommunizieren. Und da habe ich mal einen Kommentar gemacht zu einem Thema aus dem Klimabereich, Klimaveränderung gemacht. Und Mario hat es ja gelesen. Und er ist eigentlich schon ein länger Fan von mir, würde gleich ein bisschen was erzählen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Er hat ja schon 2019 ein Messer bei uns gekauft und deswegen hat er immer wieder mal geguckt. Auf jeden Fall, ihm kam mein Kommentar vielleicht total komisch vor, möglicherweise. Und er erinnerte sich an meinen Namen und hat mich dann angeschrieben und hat was ganz Nettes gesagt. Hat gesagt, dass meine Videos ihn bewegt haben, also einer der Gründe waren, warum er mit seinem Video YouTube-Kanal angefangen hat. Das hat natürlich mein Ego wahnsinnig gestreichelt und gleich darf er noch mehr machen, indem er erzählt, wieso das so ist. Und dann habe ich ja, nachdem ich mich angeschrieben hat, habe ich seinen Kanal mal geschaut. Ich habe einige Videos von ihm geguckt und habe gesehen, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben. Die Art und Weise, wie er es darstellt, sehr, sehr professionell. Die Art und Weise, wie er erzählt, welche Art von Uhren er vorstellt. Nicht nur diese wahnsinnigen Luxusuhren ab 10.000 Euro aufwärts, sondern auch mal die herkömmlichen für den Mittelstand, könnte man sagen, die Uhren. Und eine sehr sympathische Art und Weise, wie er das darstellt. Und eine tolle Stimme hat er dann, Wahnsinn. Meine Frau hat ja auch gesagt, wer ist das denn mit so einer tollen Stimme? War ich schon ein bisschen eifersüchtig. Ja, auf jeden Fall. Da fand ich eben viele Gemeinsamkeiten. Dann habe ich gedacht, hey, da schreibe ich nochmal an, ob er mit mir gemeinsam ein Video machen möchte. Da komme ich endlich mal zu meinem Thema EDC. Und da hat er sofort geantwortet. Und jetzt bin ich hier in seinem Studio eingeladen. Vielen Dank, dass ich hier das Video machen darf. Sehr beziehungsweise gerne. Wir haben auch vorher ein Video für seinen YouTube-Kanal übrigens, ne? Schaut mal, das ist sehr, sehr interessant, sein Kanal. Und da haben wir ein Video gemacht, auch mit einem ähnlichen Thema, haben wir auch ein paar Messer und Uhren vorgestellt. Und da habe ich mich gleich in einem der Uhren verliebt. Ich trage sonst keine normale Uhren, sondern eher die Apple Watch. Und das werde ich gleich auch nochmal zeigen. Und erzähl mal vielleicht ein bisschen kurz zu dir, wer du bist, was du machst und was du zu unserem Kennenlernen so. Erstmal vielen Dank, okay, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf auf deinem Kanal. Ja, ich bin Mario Lenke. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, wie du schon bereits gesagt hast. Der heißt genauso, wie ich heiße. Also relativ simpel und einfach. Ursprünglich wollte ich eigentlich einen YouTube-Kanal machen zum Thema Finanzwissen. Ich komme selbst aus der Finanzindustrie, habe viele Jahre für einen großen Asset-Manager in Deutschland gearbeitet. Und ich bin 2019 dort aufgehört und bin in die Selbstständigkeit gegangen. Und da habe ich immer den Traum gehabt, ich möchte gerne mal Videos machen, und zwar YouTube-Videos, hat mich immer fasziniert. Und einer der Gründe war unter anderem dein Kanal, den ich sehr häufig gesehen habe. Ich habe nicht jedes Video gesehen, aber doch relativ viele und immer wieder dann, wenn ich mich über Messer informieren wollte, weil ich ein großer Fan von Laguiole-Messern war. Und das hat mich ein bisschen inspiriert, auch den Mut zu haben, vor die Kamera zu gehen. Deswegen vielen, vielen Dank. Und das war auch das, was ich dir geschrieben habe, dass ich dir einfach mal Danke sagen möchte für deine großartige Arbeit, die du da leistest, weil wenn man selbst sowas macht, weiß man, wie viel Herzblut, Zeit und Arbeit man in so ein Video steckt. Man sieht manchmal nur ein Video, das dauert 10 Minuten, aber dass das teilweise Tage dauert, Vorbereitungen, Fotos machen, Videos machen. Und das wollte ich einfach mal loswerden und da Danke sagen. Ja? Und dann habe ich den YouTube-Kanal gemacht zum Thema Finanzwissen.
Und da ja vermögende Privatkunden sich ja oft auch mit anderen Dingen beschäftigen, die kaufen sich mal nicht nur Investmentfonds oder Aktien und investieren dort, sondern die kaufen sich Oldtimer, die kaufen sich Kunst, die kaufen sich schöne Messer und die kaufen sich auch tolle Armbanduhren, teilweise Luxusuhren. Und immer wenn ich dann über diese Assetklassen gesprochen habe und gerade über Armbanduhren, weil das ist mein Hobby, das ist meine Leidenschaft, hatte ich auf einmal Leute auf meinem Kanal, die waren nur da, um sich die Videos über die Uhren anzuschauen. Und dann hatte ich dann nachher eine Zielgruppe von Leuten. Einen haben sich für das Thema Finanzen interessiert und eine viel, viel größere Gruppe, die gesagt hat: Mario, mich interessiert nicht, was du über Inflation erzählst. Mach mehr Uhren, zeig uns mehr Uhren. Und dann habe ich dann für mich entschieden, okay, alles klar, wenn ich schon so viel Zeit in so ein Hobby investiere, dann mit einem Thema, für das ich wirklich richtig brenne, was ich gerne mache. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das Thema Uhren. Und so ist mein Kanal gewachsen, ja, und wächst weiter. Und du hast ja innerhalb von kurzer Zeit, also anderthalb Jahre oder nicht ganz zwei Jahre, 12.000 Abonnenten schon bekommen. Wahnsinn, Hut ab. Das sehe ich nicht allzu oft. Ich verfolge immer wieder auch andere Mitbewerber, auch aus anderen Bereichen. Aber sagen wir mal, anderthalb Jahre 12.000 Abonnenten zu bekommen, also echt Hut ab. Tolle Leistung, tolle Videos natürlich, gar keine Frage. Und ich sehe schon auch bei den Kommentaren, dass du auch eine tolle Community dahinter hast, die auch deine Videos immer wieder kommentieren, sich engagieren. Finde ich echt total klasse. Ich glaube, dass die Community, die Messer sammeln, und gerade Laguerre-Messer, sehr, sehr große Schnittmenge hat mit der Community, die Uhren sammelt. Und das Tolle ist, in dieser Uhren-Community, man kennt sich. Ich bin da viel auf Messen, auf Veranstaltungen auch unterwegs, die Uhrenmarken kennt man. Man trifft eigentlich Leute, die unter jedem Video kommentieren. Das ist ein harter Kern und das sind sehr nette Leute, die sind aufgeschlossen. Und da geht es auch nicht darum, oh, ich habe die teuerste Uhr, sondern es geht um die Uhr an, als Kunstwerk oder als Handwerksstück. Es geht um das mechanische Uhrwerk und da sitzen Leute zusammen, wirklich vom normalen, keine Ahnung, vom einfachen Angestellten bis hin zum Unternehmer aus ganz unterschiedlichen Einkommensklassen, aber die unterhalten sich über ihr Hobby, über Uhren. Da spielt dann Geld keine Rolle. Und das finde ich, was mir persönlich an dieser Uhrensammelleidenschaft so gefällt, dieses auf ein Thema runterkommen und da geht es nicht darum, wer trägt die teuerste, wer hat die meisten Uhren, sondern es geht eigentlich immer nur um die Leidenschaft. Und so ist es bei dir auch, bei den Messern, ne? Und deswegen glaube ich, gibt es da eine große Schnittmenge. Das ist total interessant. Ich habe auch in dem ersten Video, das ich vorhin mit dir gemacht habe, gesehen, wie viel Schnittmenge wir haben. Und jetzt auch hier, jetzt wieder erzählst du praktisch das Gleiche, was ich euch auch immer wieder erzähle, dass die Laguiole-Fans aus irgendeinem Grund, vielleicht wegen dem Hobby, einfach ganz andere, ich würde nicht sagen ganz andere Menschen sind, aber die sind viel entspannter, die haben viel mehr Verständnis. Bei uns kommt es auch immer wieder vor, bei den Uhren war ja letztes Jahr auch so, dass die nicht immer schnell lieferbar sind. Ja, die bestellen heute ein Messer, bezahlen es auch heute und bekommen es in 3-4 Monate. Das ist, sag mal, für den deutschen Markt gar nicht so üblich, dass ich da 3-4 Monate vorfinanziere. Und dann rufen die nach 4 Monaten und sagen, wo ist mein Messer? Ganz lieb, ganz freundlich. Und dann sage ich, ja, tut mir leid, es ist noch nicht fertig. Es dauert wahrscheinlich noch mal einen Monat. Ja, da sagen die, ja, nicht schlimm, ich wollte einfach mal fragen, kein Problem, ganz ruhig. Ich bin manchmal am Telefon sprachlos über dieses wahnsinnige Verständnis der Menschen. Und auch in der Community, die wir aufbauen, ihr kennt ja OLC, Original Laguerre Community, auch da unterhält man sich voller Respekt miteinander. Da benutzt man ja keine Schimpfwörter oder abfällige Bemerkungen. Und ich habe es auch erlebt, wenn ich ein Video drehe und dann stelle ich ein Messer vor für 3.000, 4.000, 5.000 Euro, da gratulieren die einen dem anderen und sagen, hey, herzlichen Glückwunsch an dem, der das Messer kauft, das ist ein tolles Messer. Das heißt, kein Neid. Mhm. Also das ist wirklich phänomenal. Also ich bin so begeistert von dieser Community und wenn du sagst, in der Uhren-Community ist auch so, bin ich echt gespannt auf deinem Video, was wir gemacht haben und auf diesem Video, wie die Kommentare darunter sein werden, was das bewirkt, diese Mischung und wie groß diese Übereinstimmung auch in dem Hobby ist. Aber das liegt natürlich auch daran, wie man so etwas präsentiert. Es gibt natürlich auch Kanäle, Uhren-YouTube-Kanäle, die auf dieses Thema Luxusuhren gehen, nur die teuersten Marken vorstellen. Die haben nur Rolex, AP und Patek Philippe. Und das ist nicht mein Ansatz.
Für mich beginnt die Sammelleidenschaft oder die Uhrenleidenschaft, es spielt keine Rolle, wie groß der Geldbeutel ist. Man kann auch schon mit kleinen Beträgen, schon ab 100, 150 Euro gibt es teilweise Uhrenmarken, die stellen mechanische Armbanduhren her, mit Inhouse-Werken. Ein Beispiel dafür ist Seiko. Seiko ist ein japanischer Uhrenkonzern mit einer langen, langen Historie. Die machen jede einzelne Schraube selbst. Das Einzige, was sie nicht haben, die haben keine Krokodilfarm, um Krokodilleder herzustellen. Aber sonst machen die alles in-house. Und da gibt es teilweise Uhren, gerade etwas ältere Modelle, die jetzt gerade nicht mehr aktuell sind. Die kosten teilweise 100, 150 Euro. Das sind tolle Uhren, die man eigentlich überall tragen kann. Ja, also deswegen, jeder kann dieser Sammelleidenschaft frönen. Und ich habe ja auch gelernt, im letzten Video bei dir gesehen, Laguiole-Messer starten ab 49 Euro. Das mit den Aluschalen, was die, welche Schmiede war das? Le Fidèle, genau. Ja. Also man kann auch mit kleinen Beträgen anfangen. Und wenn man erstmal in dieser Sucht drin ist, das ist fast wie eine Sucht, dann kauft man sich mal wieder eine andere Uhr oder ergänzt seine Sammlung vielleicht um irgendwas. Und vielleicht hat man dann auch mal ein teures Schätzchen mit dabei. Und bei den Uhren, die ich heute ausgesucht habe, zu den Messern, die du präsentierst, habe ich auch bewusst darauf geachtet, so ein bisschen auch in unterschiedlichen Preisklassen unterwegs zu sein. Und das Witzige war ja, er hat ja eine Uhr, die ich ihm gezeigt habe, die fandest du ganz toll, auf dem Video, was wir auf meinem Kanal hatten. Willst du mal zeigen, weil du hast vorhin, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ne? Diese wunderschöne. Das ist eine ganz besondere Marke, nämlich eine Uhr von Alexander Shorokov. Alexander Shorokov ist ein Uhrenhersteller, eine kleine Uhrenmanufaktur aus Alzenau. Das ist hier von unserem Drehort nur 15 Minuten entfernt. Das ist im Bayerischen sehr schön idyllisch gelegen. Und Alexander Shorokov ist seit über 30 Jahren in Deutschland. Und der hat damals russische Uhren nach dem Fall der Mauer und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hier nach Deutschland importiert und hier vermarktet. Also der hat so die russischen Uhren in den deutschen Markt gebracht und der hat dann eigene Uhren entwickelt. Und jede Shorokov-Uhr ist ein Kunstwerk. Und deswegen denke ich, passt diese Uhr super zu dir, weil dein Motto ist ja ein Kunstwerk mit Schneidefunktion. Und das Motto von Shorokov ist Art on the Wrist, also Kunst am Handgelenk. Und deswegen habe ich gedacht, es gibt keine perfektere Marke für dich eigentlich, die das widerspiegelt. Und die machen sehr außergewöhnliche Uhren. Ja, das ist vollkommen richtig. Surfermantel macht. Ich blende es gerade ein hier, wie der Name geschrieben wird. Das ist vielleicht nicht ganz einfach für jeden. Aber speziell diese Uhr, da finde ich ja ganz besonders, nicht nur, dass es designtechnisch einmal ganz anders ist, sondern dass es auch einen Wecker hat. Und zwar, man drückt hier auf diesem Knopf, dann kann man hier das Uhrwerk praktisch herausfahren. Es bleibt auf dem Tisch natürlich auch gerade als Wecker. Und innen drin dreht sich dann das Ziffernblatt, wenn man den Wecker einstellt. Und auf der Rückseite finde ich auch sehr schön, das sind ganz feine Guilochage-Arbeiten, ganz feine Verarbeitungen, genau passend zu dem Messer. Und sehr schön finde ich auch, hatte ich ja in seinem Video vorgestellt, dieses Messer von Fontanil Pateau, das passt hervorragend zu diesem Armband hier und zu der gesamten Uhr. Zwei Kunstwerke mit Schneide und Time-Funktion, wenn man so will. Ja, und die sind einfach phänomenal. Und ich habe mich in diese Uhr ein bisschen verliebt, das ist tatsächlich so. Also ich denke mal, wenn ich mir meine Uhr anschaffe, eine richtige Uhr und keine Smartwatch, dann werde ich mir eine von Alexander Shorokov dann anschaffen. Also schon mal Kompliment, wenn der Hersteller dieses Video sieht. Aber kommen wir jetzt zu den drei, die wir hier eigentlich vorstellen wollten. Und fangen wir erstmal in dem niedrigeren Preissegment. Das heißt, wir haben hier ein Taschenmesser, ein Unikat von Laguiole Dubarry. Das hat auch Intarsienarbeiten vorne mit einem Fliegenfischer und liegt preislich bei 160 Euro. Und dazu hast du eine ganz besondere Uhr ausgesucht, allein schon von den Materialien her, die dazu sehr gut passen. Ja, optisch und farblich passt die gut dazu. Und eigentlich hat er sich die Uhr gewünscht, weil er hat ja schon auf Video gesehen und gesagt, Mensch, die könnte doch von den Materialien gut passen. Und dem stimme ich auch zu. Das ist eine Uhr einer italienischen Uhrenmarke Venezianico. Venezianico ist noch ein relativ junges Unternehmen, die sehr, sehr schöne und, wie ich finde, preiswerte Uhren herstellen mit besonderen Materialien, mit besonderen Zifferblättern. Und hier haben wir eine Uhr aus Bronze. Und Bronze ist ein faszinierendes Material, weil es sich im Laufe der Zeit verändert.
weil es durch Oxidation entwickelt ist eine Patina. Das kann teilweise bis ins grünlich-bläuliche hineingehen, wenn man das nicht regelmäßig wegpoliert. Und auf einmal sieht die Uhr komplett anders aus. Also verändert die Farbe, also lebt diese Uhr. Ja? Und beim Messer ist es ja auch so. Wie du genau, wir haben hier Messing und kein Bronze, aber im Grunde genommen ist ja Kupfer das Grundmaterial für beide Materialien. Und auch hier verfärbt sich ein bisschen, bekommt auch eine Patina, zwar nicht in Grün, sondern eher ins Dunkle. Aber auch hier kann man es wieder sehr schön wegpolieren. Und wie du ja schon sagtest, das lebt ja mit. Und das ist schon ein Unterschied. Und du hast was ganz Interessantes hier mit dem Hersteller vereinbart. Eine Langzeitstudie über die Verfärbungen. Sehr genau. Ich habe gesagt, ich möchte diese Uhr jetzt mal für 6 Monate tragen. Und ich werde jetzt jeden Monat zuschauen und Videos machen und Fotoaufnahmen machen, wie sich diese Bronze verändert. Also ich werde die regelmäßig tragen, ich will die beim Schwimmen anziehen, ich will die beim Tauchen anziehen, ich will die in der Freizeit tragen und gucken, wie die Patina sich entwickelt und ob die sich stark verändert. Und dann möchte ich nach 6 Monaten schauen, wie ist das Gesamtergebnis, das zeigen in einem Video und dann auch mit einem speziellen Poliertuch versuchen, die Patina wieder zu entfernen. Und ich denke, das ist ein Mehrwert mal für die Community, weil viele trauen sich da nicht so richtig ran. Die meisten Uhren sind aus Edelstahl, normalerweise 316L Edelstahl, das ist Chirurgenstahl, der sehr hautfreundlich ist, den man gerne einsetzt. Und hier mit diesem Material hat auch gewisse Vorzüge, das Bronze, weil es wohl ein bisschen dehnbarer, biegbarer ist, gerade für den Taucheinsatz ist es wohl nicht ganz so steif und fest wie Edelstahl, was dann teilweise in großen Drücken ausgesetzt ist, dann eher platzt oder reißen kann als bei der Bronze. Das muss hier ein bisschen anders sein. Und auch der optische Gesamteindruck, das ist was anderes als Gold, ist auch nicht so hochpreisig. Wir liegen hier bei der Uhr, die kostet UVP so um die 1.065 Euro müsste die kosten. In der Vorbestellphase war es mit einem Rabatt von 20% beziehbar. Ja, und passt natürlich gut zu einer Uhr, die zu einem Messer, die vielleicht eine Einlage hat mit einer ähnlichen Farbe. Die Patina, meinst du, kommt vom Kupfer, ne? Oder? Kupfer oxidiert. Ja, genau. Patina, manchmal, falls ihr das noch nicht so eine Vorstellung habt, bei manchen Häusern, älteren Häusern, die ein Bronze- oder Messingdach haben, da sind die mittlerweile grün. Und wenn die neu abdecken, da sind sie ja richtig schön bronzefarbig. Aber wenn ihr grüne Dächer seht, dann liegt es daran, dass es eben halt aus Messing oder Bronze sind und die sich dann verfärbt haben. Genau, und Bronze ist ja Kupfer und Zinn als Basis und dann werden ja andere Metalle noch beigemischt, ob Blei kann mit drin sein, Aluminium kann mit beigemischt werden. Und ich denke, das hat auch Auswirkungen auf die Farbe, je nachdem. Und hier ist ein Schweizer Uhrwerk verbaut, ein Sellita. Sellita ist einer der ganz großen Uhrwerkhersteller in der Schweiz, einer der größten weltweit. Und hier ist ein robustes Standardkaliber drin, das nennt sich SW200-1 und kann über viele Jahre, Jahrzehnte revisioniert werden, also immer wieder neu gereinigt und geölt werden. Also man kauft hier ein Uhrwerk, was Ewigkeiten hält. Ja. Aber das ist eine schöne Gravur auf der Rückseite. Ja, auf der Rückseite sieht man hier die 4 Pferde, die auf dem Markusplatz in Venedig auf der Markusbasilika stehen. Nein, die habe ich gesehen, ja. Ich habe da geheiratet. Oh, gut. In Venedig. Ja, okay, dann kennst du die Pferdchen. Ja. Die wurden 1977 komplett restauriert, weil natürlich, wenn die außen stehen und dem Wetter ausgesetzt sind, dann irgendwann natürlich auch mal vielleicht wieder neu bearbeitet werden müssen. Man hat die komplett restauriert und dann in den Inneren der Basilika gebracht und heute hat man Repliken, die draußen stehen und das ist so eins der Wahrzeichen und da die Uhrenmarke aus Venedig kommt, wie der Name Venezianico schon vermuten lässt, möchte man so ein bisschen was natürlich an die Stadt zurückgeben und trägt stolz halt diese Pferdchen hier graviert auf dem Rücken. Sehr schön. Ja, bei dieser Uhr hätte ich jetzt gesagt, dass unten der Deckel nicht so ganz passt, weil eben nicht aus Bronze ist, aber das hat sicherlich auch einen Sinn, warum das so ist. Das hat einen nicht einen technischen Grund, auch einen technischen Grund, aber es gibt Uhren, die sind voll Bronze. Es gibt auch Uhren, die haben Armband aus Bronze. Aber Bronze reagiert mit dem Schweiß der Haut und wird dann noch dunkler und das färbt auf die Haut ab. Und aus Gründen der Hautverträglichkeit sagt man, hat man hier bewusst einen Edelstahlgehäuseboden eingesetzt aus diesem 316L Edelstahl, weil der den Kontakt hat mit der Haut. Also es reduziert die Nachteile des Abfärbens auf der Haut. Okay.
Ja, da bin ich echt gespannt, was du jetzt nach 6 Monaten dann, ich glaube, du hast es ja gerade bekommen, ne? vor einer Woche oder so. Das Video habe ich jetzt gerade erst, genau. Ja, genau. Vor 1-2 Wochen habe ich die bekommen, genau. Und jetzt trage ich sie regelmäßig, heute auch mal wieder. Und ich bilde mir ein, dass sich das schon ein bisschen verändert hat. Aber es kann auch dem Licht geschuldet sein, ich weiß es nicht. Aber ganz cool finde ich hier, um mal damit abzuschließen, und zwar, wie der Armband in der Uhr hineingeht. Das ist nicht so wie bei den anderen Uhren, sondern es sieht fast schon so aus, als wenn es eine Einheit ist, ja. Dadurch, dass es so ein bisschen unter der Lunette verschwindet. Ja, also das Armband, also man merkt hier, dass bei Venezianico jede Uhr einem gewissen Designkonzept folgt. Die Farbe des Armbandes ist auf die Farbe des Zifferblattes abgestimmt. Man hat ein Degradé-Zifferblatt, das heißt, innen ist es hell, also nach außen wird es etwas dunkler. Und man hat hier ein Kautschukband, was total gut eingepasst ist. Ja, also es ist wirklich speziell für diese Uhr entwickelt. Natürlich kann man jedes andere beliebige Armband auch an der Uhr montieren. Ja, da gibt es hinten so eine Aussparung, da kann man mit dem Federstickwerkzeug rein den Federstick rausnehmen. Und dazu gibt es zum Beispiel ein tolles Lederarmband noch, auch von Venezianico, in so einem dunkleren Braunton mit so speziellen Gravuren auf dem Armband. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass der optische Gesamteindruck einer Uhr sehr stark geprägt wird von dem Armband. Man sagt, so 50-60% der Eindruck einer Uhr entsteht durch das Armband. Und wenn wir versuchen, unsere Uhr abzustimmen auf vielleicht das Messer, was ich trage, wenn man denn das überhaupt möchte, das muss man ja nicht, aber wenn man das möchte, dann ist natürlich der Weg am einfachsten zu sagen, ich kaufe mir mal ein neues Armband. Denn wer kauft sich denn schon gleich für 1.000 Euro oder für 2.000, 5.000, 10.000 Euro immer eine neue Uhr, weil er jetzt ein neues Messer hat? Sondern da empfehle ich, schaut euch mal die Uhr an, messt die Bandanschlussbreite, also wie breit ist das Armband, und dann gibt es tolle Armbänder, ich zeige das mal. Genau, du hast ja eine schöne Auswahl. Ja, ich habe hier eine riesige Auswahl mal von einem Armbandhersteller zur Verfügung gestellt bekommen, wo man dann wirklich ins Volle gehen kann und sagen kann, ey komm, jetzt schauen wir mal, welche Messerfarbe haben wir, ja, und dann sucht man sich einfach mal die passenden Armbänder raus. Mhm. Nicht jeder hat so eine Armbandsammlung zu Hause, wie ich jetzt. Das ist richtig. sondern da kann man natürlich auch zum Fachhandel gehen und die Uhr mitnehmen. Messer mitnehmen würde ich euch sowieso raten, weil wenn ihr online bestellt, habt ihr immer die Problematik, dass der Farbton manchmal bei einigen Bildern nicht das Original trifft. Ne? Also da weiß man nicht, ist das Armband richtig fotografiert worden, ist das Messer richtig fotografiert worden. Idealerweise, man muss das mal live gesehen haben, ne? Und dann mal schauen, ob es passt. Ja, die Erfahrung mache ich auch immer wieder mit euch. Ich mache natürlich auch schöne Fotos und schöne Videos mit den Messern. Und wenn du aber das Messer bekommst dann zu Hause, dann bekomme ich immer wieder Meldungen von dir durch Bewertungen zum Beispiel. Hey, das sieht ja noch viel schöner aus, als ich es auf den Bildern gemacht habe. Und das ist für mich natürlich im Grunde genommen ein Kompliment, denn ich habe ja ein tolles Produkt hier verkauft und du bist glücklich. Und das ist ja eigentlich immer das Wichtigste. Aber speziell ist ja, wenn man im EDC-Bereich geht, sollte man schon natürlich gucken, dass sie ähnlich farbig sind und nicht so sich beißen zum Beispiel. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen blöd dann. Aber kommen wir jetzt zu dem zweiten Messer, was wir vorstellen möchten. Das ist jetzt hier ein Taschenmesser von Honoré Durand, und zwar mit einem Griff aus Horn. Das ist hier Kuhhorn und nicht Büffelhorn. Büffelhorn ist komplett schwarz. Aber hier bei dem Kuhhorn ist besonders schön, dass es unterschiedliche Marmorierungen sind in den Farben, von beige, hellbraun bis dunkelbraun. Und da bin ich gespannt, was du natürlich jetzt für ein Armband ausgesucht hast. Denn ich bin gespannt. Wo liegt der Preis nicht bei dem Messer? Wir haben hier im mittleren Bereich, wir haben angefangen mit 160 Euro, da sind wir hier bei ungefähr 600 Euro. Ja. Und da hast du auch eine schöne, da habe ich die, schöne Uhr. Da habe ich die folgende Uhr gewählt, weil ich glaube, dieses Messer, das würde ich wirklich auch mal auf einer Wanderung mitnehmen vielleicht. Ja, irgendwie bin in den Südtiroler Alpen unterwegs, habe meine Wurst mit dabei, mache irgendwie eine schöne Brotzeit. Dafür würde ich das Messer nutzen. Natürlich kann man es auch nur zu Hause benutzen als Schmuckstück oder als Sammelstück. Aber deswegen habe ich hier eine Uhr gewählt, die auch von der Preisklasse eher mittel anzusiedeln ist. Und zwar eine Uhr aus dem Hause Sinn. Sinn ist auch eine deutsche Uhrenmanufaktur mit Sitz in Frankfurt am Main. Und der Helmut Sinn ist eigentlich ein alter Flieger gewesen, der gesagt hat, der damals Bordinstrumente hergestellt, Uhren für Flieger, weil er gesagt hat, die müssen gut ablesbar sein, hat sein technisches Wissen, was er als Pilot und als Ausbilder gesammelt hat, in diese Uhrenproduktion mit eingebracht. Und Sinn ist Frankfurt hier in der Region, ist ein sehr, sehr bekannter Name, stehen tolle Uhren her. Und das hier ist eine Uhr, die auch von der Farbgestaltung des Zifferblattes etwas ins Cremefarben hineingeht. Und ich habe hier ein Armband von Rios dran. Rios, ich vergesse immer den Zusatz, Rios 1931 heißt die Marke. Das ist ein sehr robustes Armband mit einem leichten Camouflage-Muster.
wenn man genau darauf achtet, siehst du das vielleicht. Genau das wollte ich sagen, das passt nämlich hervorragend zu dem Griff, der ebenfalls so ein, nicht Camouflage-Muster, sondern aber doch unterschiedliche faire Farbtöne hat. Und genau. Das passt sehr gut zu dem zu deinem Armband. Finde ich auch, finde ich auch. Bei der Uhr, vielleicht was ist besonders, wenn man so drauf guckt, wird man sehen, auf einmal, warum hat man hier eigentlich zwei verschiedene Schriftarten gewählt? Also warum hat... Das hätte ich jetzt gefragt, das nächstes Jahr. Das sieht echt außergewöhnlich aus. Ja, oben römische Ziffern und unten arabische Ziffern. Das liegt daran, die ersten, die das gemacht haben, das war die Marke Panerai. Das ist eine italienische Marke, die unter anderem auch für die Marina Militare, für die Taucher, für die militärischen Taucher Uhren entwickelt haben, und die Uhren waren damals relativ teurer, dass nicht jeder der Taucher eine eigene Uhr hatte. Und oft sind die in Gruppen geschwommen, unterwegs gewesen, und dann hat einer eine Uhr gehabt und zwei, drei andere Leute mussten bei dem die Uhrzeit ablesen. Und da man, wenn man unter Wasser ist und natürlich nicht immer dem anderen über die Schulter gucken kann, wollte man ein Zifferblatt entwickeln, sodass man, egal von welcher Richtung aus du schaust, du genau weißt, wo oben und unten ist. Wenn du nur Striche hast, dann weißt du ja nicht, wie die Uhr ist. Es ist jetzt gerade 6 Uhr, ist es gerade 9 Uhr, oder 6 oder 12 Uhr oder 3 oder 9 Uhr. Ja. Und hier hat man halt das gewählt und man nennt das California Dial. Und das ist eine ganz besondere Edition von Sinn, die gemeinsam mit dem Juwelier Alte herausgebracht wurde. Dieses Stück ist auf 100 Stück limitiert. Habe ich selbst in meiner eigenen Sammlung. Kostet, wann habe ich es gekauft? Letztes Jahr, ich glaube, 1700 müsste die Uhr gekostet haben. Das ist die Sinn 556. California Sky, so heißt dieses Modell und passt, finde ich, sehr gut dazu. Man kann natürlich auch andere Uhren nehmen. Als Beispiel zum Beispiel habe ich hier die Omega Seamaster Aquaterra. Das ist eine Uhr, die passt für den Alltag eigentlich zu vielen Anlässen. Auch eine Taucheruhr, 150 Meter wasserdicht. Das Besondere bei der Uhr ist eine Quarzuhr. Die meisten Fans von Uhren, die Uhren sammeln, sind eher auf dem mechanischen Bereich unterwegs. Automatisch oder Handaufzug, also wo wirklich ein Uhrwerk mechanisch hergestellt wird. Quarz hat aber gewisse Vorzüge und ich schließe das nicht aus. Also Großteil meiner Sammlung sind mechanische Uhren. Hier ist ein Quarzuhrwerk, weil das ist so für mich so eine Schnell-Dran- und Los-Uhr. Du greifst zu einer Uhr morgens, bist spät dran, musst sofort los. Bei einer mechanischen Uhr musst du gucken, gerade wenn du mehrere hast, aufziehen, einstellen. Hast eine mit der GMT-Funktion noch, also das Datum noch feststellen und so weiter, dann bist du erstmal beschäftigt und ich sage halt, da greifst du halt hin. Und hier kannst du halt schnell dran und los Uhr, sage ich immer. Und es ist sehr robust, also gerade für einige Zwecke, wenn es ein bisschen härter zugehen soll, haben Quarz gewisse Vorteile. Mhm. Und wenn man dann hier zum Beispiel das passende, also sich eine Uhr aussucht, das ist die Alltagsuhr, die man immer trägt. Genau. Und wenn man hier vielleicht, na, das würde vielleicht nicht passen von der Farbe, aber dieses hier würde, glaube ich, sehr gut passen. Wenn man das miteinander kombinieren würde, und man sieht auf einmal, zack, die Uhr sieht komplett anders aus, wenn ich dann Armband dran bringe, was aus Leder ist. Und wird auf einmal aus einer sportlichen Uhr auf einmal eine elegante Dresswatch, die man auch vielleicht gut sehr zum Hemd und unter der Hemdmanschette tragen kann. Toll. Aber wir haben gar nicht erklärt, was eigentlich EDC heißt, oder? Haben wir nicht. Nee, haben wir gar nicht. Also das ist ein englischer Begriff, das nennt sich Everyday Carrier. Und zwar sind das eigentlich mehr für Männer, denn die Damen kombinieren immer ihre schönen Sachen. Damen haben auch EDCs, die haben meistens ihre Handtasche. Ja, genau. Und da haben sie haben ihre alles, Dinge dabei, die sie brauchen. Und jetzt kam seit ein paar Jahren, oder ja, schon länger, aber sagen wir ein paar Jahren in Mode, auch für die Männer, dass die natürlich Gegenstände miteinander kombinieren. Zum Beispiel ein Armbanduhr, ein Taschenmesser, eine Taschenlampe, wenn man dabei hat, einen Schlüsselanhänger, Zigarettenetui. Und das geht so weit, dass man ganze Taschen hat, auch mit Notfallzubehör, so wie du ja schon hast. Ja? Der zeigt da gleich seine Tasche. Der ist nämlich öfters unterwegs, der Mario. Auch wandern, und da hat er natürlich eine Tasche zusammengestellt, so eine EDC-Tasche mit allem, was notwendig ist. Und da sind eben, was ich sagte, das heißt, da ist natürlich ein Tool, da sind vielleicht Medikamente, wenn man braucht, da sind das alles, also alles. Bei mir ist alles Mögliche drin. Ich bin zu faul,
und immer nach meinen Sachen zu suchen. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, also ich bin gar nicht ordentlich, sondern ich habe mir durch, weil ich so faul bin, Ordnung antrainiert, indem ich die Sachen immer an den gleichen Ort tue. Ja? Und genauso ist es bei diesem EDC, habe ich alle Sachen reingetan, die ich irgendwann mal brauchen könnte. Und das heißt, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, dann schnappe ich mir die Tasche und packe die in meine Aktentasche. Oder wenn ich auf Reisen bin, greife ich einmal danach, packe das in meinen Koffer rein, ich habe alles dabei, was ich brauche. Da brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, was da drin ist. Da sind so Sachen wie Powerbank drin, Ladekabel, Schmerztabletten, alles Mögliche. Also wirklich jeder Kram. Aber was natürlich in jedes EDC für mich reinkommt und gehört, ist immer ein Messer. Also für mich ist die Basis immer ein Messer. Und als Uhrenfreak ist natürlich auch die Uhr. Also das sind die zwei Sachen, die sind immer mit dabei. Ja, ja. Also für den alltäglichen Bedarf, also wenn man wirklich mal rausgeht, dann könnte man das natürlich abspecken. Das ist also wirklich sehr, sehr großes Ding. Aber weil ich die in eine separate Tasche tue und für Reisen nutze, habe ich hier mal so das Komplettpaket. Das ist natürlich die eine Sache, die man machen kann. Aber in dem EDC-Bereich, wo wir jetzt hier hinein wollen, ist eher, sag mal, ein bisschen für den Edleren, für den Mann von Welt, wenn man so sagen will. Ja, früher diesen Namen, ne? Diesen Mann von Welt. Passende Spitzen zum Anzug vielleicht. Oder wenn man im Restaurant geht und man ein bisschen besser ausgeht, dann hat man entsprechend diese besondere Kombination. Und natürlich kann man ja farblich das machen, wie wir es gerade gezeigt haben, und ein Beispiel haben wir noch. Oder ich meine einfach immer, dass die Uhren ein bisschen mehr nach außen eine Wirkung haben, weil das andere sehen, alle sehen das natürlich, es sei denn, man hat so eine Dresswatch, die man da unter den Manschette versteckt ein bisschen, aber ansonsten ist eine Uhr nicht unbedingt als Statussymbol, was natürlich auch benutzt wird bei Omega und Rolex, aber auch einfach, weil ich damit was zeige den anderen. Und bei den Taschenmesser ist es so, dass ich ja nicht jedem zeige, sondern vielleicht in einem Restaurant mal oder beim Picknick vielleicht. Aber ansonsten ist es eher was für mich selbst. Deswegen ist EDC im Bereich Messer und Uhr zwar so, dass es möglichst passen kann. Das macht auch Spaß, das zusammensuchen. Wir haben gerade gesehen, die schönen vielen Armbänder. Nicht jeder hat natürlich so viele, aber ich denke mal, wenn man sich beschäftigt, hat man schon seine 4, 5 Stück oder so. Wie viele hast du eigentlich? Privat jetzt Armbänder? Ja gut, weil du ja schon Videos damit machst, natürlich schon ein bisschen mehr. Aber genau. Sag mal, die in der Regel haben die vielleicht schon 10, 15 vielleicht so einen Durchschnitt, die normalen Sammler. Ja, da habe ich mal, da habe ich zum Beispiel Armbänder drin in der Größe 20 mm. Also ich habe verschiedenste Taschen mit verschiedensten Armbändern. Das ist so meine eigene. Ja, ganz unterschiedliche Farben, von weiß bis schwarz, dunkelblau. Ja. Schön, sehr Materialien, schön. Man kann das auch thematisch sortieren und sagen, du hattest mal ein Messer bei dir im Shop, da war so ein Oktopus oben anstatt einer Biene. Genau. Ja, da würde ich natürlich dann eher. So ein Wasserfarben oder sowas. Ja, und hier, guck mal, Haifischleder. Ja. Ach, wenn man sowas macht, Haifisch würde gut passen. Und dafür würde ich natürlich eine Taucheruhr wählen, die auch wasserdicht ist, wie zum Beispiel die Omega. Ja, ja. Die hat auch hinten ein Seepferdchen als Zeichen drauf. Also man könnte es auch so, wir versuchen was mit dem Wasser zu kombinieren, ne? Also was irgendwie das darstellt. Das macht nämlich EDC aus. Diese Liebe zum Detail, diese Liebe, sich damit zu beschäftigen, diese Leidenschaft, Sachen zusammenzustellen, die dann passen, wo man sich nachher auch gut fühlt. Manche werden sagen, was ist das für ein Quatsch, ich muss es ja nicht machen. Natürlich nicht, aber es macht einfach Spaß, sich damit zu beschäftigen, und man hat einfach Freude, das zusammenzustellen, gerade wenn man ein bisschen mehr Auswahl hat, dann Armband zu wechseln, die passende Messer oder passende andere Sachen dazu. Finde ich total schön, ein bisschen in diese Welt hineinzugehen. Mhm. Aber zeigen wir jetzt mal die letzte Variante, die wir noch hier haben. Und zwar haben wir hier ein Taschenmesser von Honoré Durand mit einem Griff aus Warzenschweinstoßzahn. Langes, langes Wort. Aber das ist wirklich sehr, sehr außergewöhnlich von der Farbgebung her. Und wir haben hier natürlich etwas Hochpreisiges von 1.660 Euro mit einer Damastklinge, selbst gemacht in dem Hause Honoré Durand. Und das Material, das ist mittlerweile so ein bisschen Ersatz für Elefantenelfenbein, das es ja nicht mehr gibt, zumindest nicht mehr in Europa gehandelt wird. Und das sieht im Prinzip ziemlich ähnlich aus, fühlt sich auch ziemlich ähnlich an. Und ja, das ist natürlich auch sehr, sehr hochpreisig. Und wir haben hier natürlich auch die Metallbacken entsprechend gelochiert und verarbeitet. Und das ist ein sehr, sehr schönes Taschenmesser. Und dazu hast du auch was Schönes ausgesucht. Ja, also wenn man so ein teures Messer nimmt, dann kann man auch mal bei den Uhren in die etwas höhere Schublade greifen. Und habe da ein Modell gewählt, was ich selbst seit vielen, vielen Jahren in meiner Sammlung habe und was dazu vielleicht gut passen könnte. Und zwar ist das hier die Rolex Datejust
36 mm Durchmesser. Und das ist ein Vintage, Neo-Vintage Modell, Baujahr 1986, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und diese Uhr, die habe ich, das war meine erste Luxusuhr, die ich gekauft habe. Und so habe ich die Gebrauch gekauft, damals von einem Bekannten, der diese Uhr für eine andere Uhr hat ziehen lassen wollen und wollte die sie verkaufen und hat ein Angebot von Wempe bekommen und hat gesagt, okay, wenn Wempe mir das anbietet, dann kann ich die auch an den Mario weiterverkaufen. Hab die dann gekauft. Damals ging es mir mehr darum, dass ich gesagt habe, oh, wenn ich eine Uhr kaufe, so, wenn man erstmal so viel Geld ausgibt für eine Uhr, das wollte ich, dass es zumindest irgendwie einen gewissen Werterhalt hat, ne? Dass man da nicht irgendwas kauft, was nachher vielleicht nichts wert hat, sondern dass wir hier eine Uhr haben, die man auch wieder zu Geld machen kann. Ein Freund hat immer gesagt, das ist eine Uhr, die kannst du jederzeit auf den Pokertisch legen, ja? Und kriegst dann Geld dafür. Wertanlage oder die Preissteigerung bei einer Uhr spielen für mich gar keine Rolle mehr. Ist für mich eigentlich vollkommen irrelevant geworden, weil ich eher als Sammler unterwegs bin. Und meine Uhren, gerade die diese Uhr, die wird nie meine Sammlung verlassen. Ja, gerade wenn Emotionen damit verbunden werden, dann geht gar nicht. Das ist richtig. Und der Uhr, der mir die Uhr damals verkauft hat, der ist heute auch schon verstorben. Also gibt es immer Geschichten, die man mit einer Uhr verbindet. Und man mag natürlich sagen, wenn man die beiden Sachen jetzt miteinander vergleicht, passt denn das so richtig zusammen? Ich habe hier ein sehr auffälliges Juwelierarmband. Das war sehr bequem, lässt sich super gut tragen, weil es so flexibel ist. Ich würde zu der Uhr aber ein anderes Armband wählen. Ich würde hier auch mal ein bisschen Mut wagen und auch hier eine andere Armbandfarbe wählen. Ich würde nämlich schauen, dass ich ein Armband finde, was zu der Grifffarbe harmonisch funktioniert. Und halt mal das Messer. Das passt fast 1:1 von der Farbe. Das ist ein Cremeton. Das müsste ein Kalbslederarmband sein. Ist leicht strukturiert. Mhm. Das ist jetzt ein Durchzugsarmband. Man sagt auch dazu NATO-Band. Das heißt, dieses Band ist zweiteilig. Eigentlich für den militärischen Einsatz entwickelt. Das heißt, man nimmt die Uhr, macht das Armband ab, legt die oben drauf, hat die Federstege befestigt und zieht das, fädelt das so durch. Und der Vorteil ist beim NATO-Band, dass man hier eine Schlaufe hat und die Uhr hier befestigt ist, da rechts und links. Ich mache dann vielleicht nochmal eine Aufnahme, wo ich das ummontiere, dann sieht man das. Ja. Das heißt, wenn die größte Schwachstelle bei einer Uhr ist immer der Federsteg. Wenn etwas kaputt geht oder brechen kann, dann ist es unter Zug vielleicht diese neuralgische Stelle. Und wenn einer abbricht bei diesem dann Armband, hängt das immer noch an der anderen. Genau, so wird es runterfallen und so hängt es an diesem Armband dran. Man könnte also diese Uhr dafür wunderbar nehmen. Also ich glaube, das passt gut. Eine Alternative dazu, wo wir schon dabei sind, wäre auch hier die Tudor. Die könnte man am Durchzugsarmband tragen. Das ist eine Tudor Black Bay Pro. Eine GMT-Uhr, das heißt, die zeigt eine zweite Zeitzone an, deswegen gibt es einen Zeiger mehr, das ist dieser gelbfarbene Zeiger, aber auch die Indexfarben, guck mal, dieses cremefarbene, passt wunderbar dazu mit dem schwarzen Zifferblatt. Ist eine fast die gleiche Farbe wie im Armband, Wahnsinn. Also das passt eigentlich perfekt. Ja. Also wer es ein bisschen sportlicher mag, dann trägt er die Tudor. Tudor ist übrigens eine Tochtermarke, von die Schwestermarke von Rolex. Nicht von Omega? Nein, Rolex. Rolex. Omega gehört zur Swatch Group. Okay. Und Rolex hat damals Tudor gegründet, gehört immer noch zu Rolex dazu. Wenn ich ein feineres Armband habe, wie zum Beispiel so eins, mit einer normalen Dornschließe, dann würde ich dann eher das hier so montieren. Ne? Das würde dann eher zu der Uhr passen und würde es eher ins Dressigere reingehen. Also diese beiden Uhren wären, glaube ich, hier passend gewählt. Ja. Sonst von der Verarbeitung ist eine richtig tolle Uhr. Es gibt einen Kritikpunkt bei der Uhr, die ist relativ mächtig, die hat relativ hohe Aufbauhöhe. Ja, die ist sehr, sehr hoch. Ich mag die Uhr trotzdem. Habe ich mein Video gemacht, habe ich ein Outdoor-Review gemacht. Ich nehme Uhren manchmal auch mit in die Natur, filme dort und zeige die Uhr dort, wo sie auch wirklich eingesetzt wird. Ja, und deswegen, ich glaube, das sind passende Uhren zu diesen Messern, die wir gewählt haben. Aber das sind nur Ideen, nur Vorschläge, keine Verpflichtung, das so zu machen. Deswegen, ich finde auch gut, wenn man gerade auch das Messer zu seiner momentanen Emotion auch wählt,
weil das eben, wenn man vielleicht mal eine Edelstahluhr hat, weil man einfach entsprechend nach außen ein bisschen zeigen kann oder zeigen möchte und man fühlt sich aber vielleicht anders, kann man durchaus mal ein rotes Messer oder sowas anziehen, was vielleicht zu der Uhr gar nicht so passt. Ja, aber es entspricht meiner momentanen Emotion. Übrigens, ein interessanter Nebenfakt, finde ich, ist, dass die Luxusuhrenindustrie ungefähr in 1848 entstanden ist oder sich aufgebaut hat und die ersten Lagiol-Messer auch um 1840 zum ersten Mal den Stempel bekommen haben. Das heißt, beide sind ähnlich alt, fand ich aber so als Nebenfakt sehr interessant. Ja, es war sehr, sehr interessant und ich möchte mal ganz kurz jetzt zwei Neuheiten zeigen, die ich jetzt hier speziell für dieses Video aufgenommen habe. Und zwar sind zwei Taschenmesser von Lagiol Dubarry. Einmal mit diesem Yin-Yang-Symbol und einmal mit dem Freimaurer-Symbol. Das Yin-Yang-Symbol ist sehr fein verarbeitet, auch mit dem Mond und Sonne gleichzeitig. So, dass es passen dazu auch die Schalen, einmal Knochen, einmal Büffelhorn. Und das finde ich ja wirklich total außergewöhnlich. Das ist auch, hat auch was mit der ja, mit der eigenen Stimmung zu tun, mal schwarz, mal dunkel, mal gut, mal positiv. Und hier ist man gerade auch bei den Uhren, sagen wir mal, bei der Uhrwahl, wenn man da möchte, wäre ich hier total flexibel, weil gerade schwarz-weiß passt ja eigentlich zu allem. Man könnte im Prinzip jede Uhr nehmen dafür, ne? Ja. Also ein optimales Messer als EDC, wenn man so möchte, wenn man dieses Tag- und Nacht-Symbol mag. Und hier bei der Freimaurer haben wir Rot, Schwarz und ich meine, ich habe bei dir in der Auswahl sogar ein Armband gesehen mit Rot und Schwarz. Da würde sehr gut dazu passen. Genau, genau. Das ist sogar noch ein bisschen besser, richtig. Stimmt. Das ist ja Rot-Schwarz, das finde ich sehr, sehr schön. Das zeigen wir auch in den Nahaufnahmen und das sieht man auch daran, wie wichtig das ist, dass man mehrere Armbänder hat zu der gleichen Uhr, denn ich denke, Rot-Schwarz würde auch zu allen Uhren, die wir gerade vorgestellt haben, bis auf diese Messing-Uhr natürlich, Bronze-Uhr, aber sonst wirkt gerade Schwarz-Weiß, ist seit ungefähr so 6-7 Jahren ziemlich in. Das wird sehr viel gemacht mit Schwarz-Weiß, finde ich sehr, sehr schön und auch hier haben wir ganz tolle eine tolle Verarbeitung von der Doppelplatine. Zwei sehr, sehr schöne Messer von Lagiol Dubarry, die ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Die liegen aber zwischen 330 und 390 Euro. Wo liegen so Armbänder, schöne Armbänder, die du gerade vorgestellt hast? Von bis. Also, ich würde darauf achten, dass ihr, wenn ihr Armbänder kauft, idealerweise Armbänder aus einer Produktion kauft, wo man weiß, wo das Leder herkommt. Und dass man weiß, was da auch eingesetzt wurde. Ja, Chemikalien, weil die haben man direkt auf der Haut dann. Genau, die trägst du auf der Haut. Und da habe ich mich mit einigen Armbandherstellern unterhalten, die gesagt haben, wir haben da einen komplett transparenten Prozess. Wir wissen, wo das herkommt. Wir wissen, was da eingesetzt wird. Wir verarbeiten nur Leder aus, keine Ahnung, aus deutscher, aus italienischer, aus österreichischer Produktion. Deswegen würde ich da schon gucken, dass ihr vielleicht einen deutschen Anbieter findet. Wir hatten jetzt die Armbänder von Fluco dabei. Es gibt Hirsch-Armbänder. Da kenne ich auch den Eigentümer. Das ist ein österreichisches Unternehmen. Die machen seit vielen, vielen Jahren machen die Armbänder. Und die starten auch ab 20, 30, 40 Euro geht es da los, bis nach oben natürlich offen. Ne? Also kann man nicht so eine 30-Euro-Armband zu einer 1.000-Euro-Uhr tragen? Warum dann nicht? Sieht man da vielleicht als Profi, also nicht ich, so ein Kinder wie du, merkt man, hey, der hat eine teure Uhr, ein günstiger Armband, merkt man das? Also manchmal ist es ja auch schön, wenn du eine Uhr hast, wo die Uhr an sich spricht und das Armband vielleicht eher dezent ist. Und wenn ich ein klassisches schwarzes Kalbslederarmband habe, was gut verarbeitet ist, ohne eine spezielle Struktur, dann Musterung drauf. Das kann eigentlich nie teurer werden als, außer du kaufst halt direkt beim Hersteller. Ne? Da gibt es dann manchmal auch dann besondere Armbänder. Bei besonderen Materialien, da musst du vielleicht ein bisschen mehr tiefer Tasche greifen, aber ich habe damit kein Problem. Also ich werde eigentlich nie auf das Armband angesprochen. Und ich habe teilweise das auch getestet, Armbänder getragen, teilweise mit für 15, 20 Euro. Da hat keiner gemerkt, was das ist. Armbändern kannst du auch mal schnell 400 Euro ausgeben. Auch da gibt es Armbänder, wenn du zum Beispiel ein Originalarmband haben möchtest von einem Uhrenhersteller, von Omega, Tag Heuer oder auch von Rolex, da musst du richtig tief in die Tasche greifen. Aber dann hat man auch deren Logo irgendwie auf dem Armband. Genau, genau. Da kommt die Schließe nochmal dazu, die man nochmal extra bezahlen muss, wenn man noch keine hat. Also da kann das schnell auch teuer werden. Aber ich finde, das muss gar nicht sein. Auch da gibt es günstige Alternativen.
Ja, das finde ich immer schön, auch in deinem Kanal, dass du einfach pragmatisch bist, dass du auch mal normale Lösungen hast für Normalsterbliche, wenn man so viel, weil sag mal nicht jeder hat mal 10.000, 20.000 Euro für eine Uhr. Und da beginnt erst überhaupt der Spaß bei den Luxusuhren. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir hier drehen durften. Schön, dass du deine Tipps mit den Ohren hier gegeben hast. Ich bin gespannt, wie ihr reagiert. Würde mich freuen über Kommentare entsprechend hier unten. Und ansonsten vielleicht machen wir dann demnächst nochmal ein Video. Vielen, vielen Dank für deine Zeit auch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.